äußerliche Ästhetik und auch die Bewertung dieser haben ganz klar einen biologischen Sinn, eine evolutionäre Grundlage also. Und hier bei Wiki, da steht's dann auch, ein Kriterium für die Auswahl sind nach der Gute-Gene-Hypothese die Gesundheit und die Fruchtbarkeit. Eine hohe Fruchtbarkeit zu erkennen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Akt überhaupt Nachkommen hervorbringt. Eine gute Gesundheit spricht dafür, dass der Partner keine oder weniger schädliche Mutationen aufweist, die diese Gesundheit beeinträchtigen und zudem auch kräftig genug ist, um mit Parasiten, sprich Krankheiten, fertig zu werden. Hörmann hat hier tausendfach Studien durchgeführt, die bei der Bewertung von Schönheit immer wieder dasselbe zutage tragen. Hier zum Beispiel bei der beliebten Methode des Morphings, also dem Übereinanderlegen von verschiedenen Gesichtern. Also ganz im Ernst, hier sieht ja jeder sofort, dass 8, 9 und 10 vorne liegen müssen, weil sie eben gewisse Schlüsselreize verkörpern. Und das ist eine Bewertung, die ist zeitlos. Das heißt, sie wird über Zehntausende von Jahren identisch aussehen. Bei Männern, wie gesagt, da lässt sich das freilich relativieren. Und das Metaphysische kann besonders bei langfristigen Beziehungen die Oberhand gewinnen. Macht, Einfluss, sozialer Erfolg, finanzieller Erfolg und so weiter. All das bringt Frauen ihrerseits rein gar nichts. Ja, du siehst also, jeder von uns, der seinerseits gesund ist, der hat ein eingebautes Empfinden für Ästhetik, gegen das er nicht viel machen kann.